heute Morgen kurz nach 6 Uhr verleiten. Ich bin bereit für mein heuriges Abenteuer auf den Großglockner. Das erste Mal in meinem neuen Bus geschlafen. War sehr gemütlich, viel Platz gehabt. Ist schon ein Unterschied gewesen zu meinem vorigen Auto. Wetter ist super. Rad ist auch schon ready. Wir werden uns dann gleich auf den Weg machen. Darauf dann. Gut, bis später. So, jetzt machen wir uns mal Weg zur Startlinie. So, wir sind kein Motorrad. Nicht wie die Kollegen, die mich um 5.30 Uhr geweckt haben. Aber sehr nett, weil dann habe ich keinen Wecker gebraucht. Und hier ist der Start. Ui, da muss man absteigen. So, push. Und los geht's. Gut, dann machen wir was, oder? For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life. Nach einem Kilometer Betriebstemperatur erreicht. Geht schon recht knackig los. Sind auch einige Autos schon unterwegs, lustigerweise. Aber natürlich lang nicht so viel wie um 8, 9, 10. Deswegen werden wir es auskosten, dass wir doch recht früh weggekommen sind. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Und ich hoffe, dass ich es in 2 Stunden bis zur Edelweißspitze rauf schaffe. Ja, manche werden jetzt wahrscheinlich lachen. Aber schauen wir mal. Ich glaube, das war meine letzte Zeit. Diesmal bin ich mit dem Gravelbike unterwegs. Das hat ein bisschen eine knackigere Übersetzung als mein Rennrad. Schauen wir mal, wie es mir da gehen wird. Wie gesagt, Betriebstemperatur habe ich schon erreicht. Und es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Aber ich freue mich schon drauf. Echt cooles Highlight immer jedes Jahr. Gut, wenn es ein bisschen was zum Sehen gibt, zeige ich es euch. Erster Blick auf das Ziel, die Kurve vor dem Fuschertörl plus die Edelweißspitze sind jetzt bei Kehre 10, 2100 Meter. Echt geil, Sonne kommt gleich raus, es sind noch kurz die letzten Minuten bevor die Sonne rauskommt. Anstrengend, aber echt cool. Da oben ist es. Jetzt ist schon die Sonne rausgekommen. Echt cool. Schnee. Looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter.
after. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Endlich geschafft. Oben am Ziel die Edelweißspitze. Sehr cool. Die letzten Meter waren echt anstrengend. Boah, das hat sich gelohnt. Ich muss jetzt noch einmal kurz raufgehen. Aber das Panorama da ist halt wirklich, wirklich, wirklich cool. Wunderschön. Und 8:30 Uhr. Also knappe 2 Stunden rauf. Bin zufrieden auf jeden Fall. Wieder zurück, runtergebrettert. Ich glaube, die Bremsen sind jetzt heiß. Runter ist man irgendwie schneller, als man raufgefahren ist. Und ich bin jetzt wieder beim Auto, alles einladen und dann ab, wieder zurück in den Urlaub. Familie wartet schon. Ja, war eine coole Tour, kann ich jedem nur empfehlen, in der Früh gleich wirklich wegzufahren und nicht noch erst gemütlich frühstücken und dann erst weg, weil jetzt ist entsprechend viel schon los bei der Mautstelle, sieht man das. Ja, also am besten Parkplatz vielleicht übernachten und dann gleich wegfahren. In dem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.